But if you close your eyes. So meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video von mir, dem Flimby. Die letzten Videos sind ja relativ gut angekommen mit dem Unboxing. Relativ gut heißt, wir haben ein paar Klicks, so eine Handvoll auf jedem. Finde ich okay. Dafür, dass ich relativ wenig mache, ist das relativ guter Content. Ich habe mir damals, bevor, also mit dem anderen Unboxing-Video, was vor, ich weiß noch nicht, wann ich das Video hier hochlade, deswegen weiß ich nicht, wie viele Tage das andere Video her ist. Das, was ich am 30.09. hochgeladen habe, ja, 30.09. war das, super, habe ich ja zwei Boxen bestellt gehabt. Ich glaube, jetzt kommt die Retro-Box. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich habe auf jeden Fall zwei bestellt. Und wenn die andere die XXL Loot Chest war, dann war das ziemliche Grütze. Aber das neue, das andere Paket, das neue Paket ist auch gut. Das andere Paket ist wesentlich größer als das jetzige. Aber es ist genauso schwer wie das andere. Es wiegt glatter 1,9 Kilo. Wir haben wieder unser... Ui, fuck. Wir haben wieder unser gutes Messer. Ich würde sagen, legen wir gleich los, wa? Schnitt 1, Schnitt 2, wie ein Chirurg, ganz, ganz präzise. Ihr könntet ja euch so toll. Jetzt machen wir auf. So, was haben wir denn hier? Als allererstes, das Beste an dem ganzen Ding ist, wir haben solche Knisterfolien. Bam! So ein Feuerball, Junge! Okay, meine Katze fand es anscheinend nicht cool. Sorry, Kalle. So. Damit spielen. Er ist auf jeden Fall interessiert. Hier, Kalle, hast du noch einen. Clickbait, ich muss die Katze ins Bild holen. Kalle, da hast du noch einen. Sieht man ihn aber nicht so gut. Ich dreh mal die Kamera ein Stück. Da ist er. Da. Und ein Horn ist auch dabei. So, dann gehen wir weiter, das brauchen wir nicht. Fangen wir mal an. Uno. Sagt mir ja nichts, kenne ich nicht. Kennt ihr das? Ich glaube, das müsste die Retro-Box sein. Ich halte es mal näher in die Kamera. Undo heißt das. Zack, für 2 bis 4 Spieler von 20 bis 40. Hab ich Glück, dass ich 25 bin, dass ich gut spielen darf. Schicksalswerbe, ihr könnt die Zeit anhalten und bla bla blub. Inhalt 18 Karten. Ich bin mal gespannt. Ich kenne das Spiel aber ehrlich gesagt nicht. Als nächstes. Das ist eindeutig die Retro-Box. Als nächstes kommt ein Pulli. Jetzt muss ich leider ein riesengroßes Fettnäpfchen rausholen, weil ich habe nie Star Wars geguckt. Und wenn ich jetzt frage, ob das von Star Wars ist, ich glaube, dann boxen mich alle. Also ich habe ein T-Shirt bekommen. Hier, in Größe XL. Weil ich XL trage, auch wenn ich so aussehe. Ich weiß, ich bin rank und schlank, aber trotzdem XL. Flying oder Flight Crew. Mein Englisch ist echt grottig. Aber meine Partnerin bringt es mir bei. Ist eine Lebensaufgabe. Für sie, nicht für mich. Gut. Aber der Stoff fässt sich voll geil an. Ich glaube, ich werde meine ganze Wohnung damit tappen, also auskleiden. Toller Stoff. So, klappen wir wieder zusammen. Plastikmüll kommt auf den Boden. Was haben wir denn noch? Hier wieder was von Loot Chest. Was ist das hier? Incredibles 2. Habt ihr Incredibles noch gesehen gehabt? Hier, das hier. Die Älteren müssten das kennen. Ich glaube nicht, dass die Neueren das alle kennen würden. Alles klar, ich bin zu schwach, um das Ding aufzumachen. Ach, da ist noch Plastik drüber. Ja, moin, super. Oh, jetzt habe ich es kaputt gerissen. Oh, da ist doch kein Plastik drauf. Geh auf! Ist da irgendein Trick für besonders dumme Menschen? Ich mach das Plastik mal einfach ab. Und mit Plastik abmachen geht's wirklich besser. Was habe ich für eine Figur?
Ich glaube den kleinen Schnellen. Jep, der kleine Schnelle. Der ist auch so. Muss meinen Kopf um die anderen drehen so. Finde ich gut. Finde ich gut. Okay, das ist aber so klebrig so ein bisschen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Wo ist der Deckel hin? Andere. Ach hier. Ja, super. Schwarz auf schwarz. Perfekt. Mach mal Licht kurz an. So. Plastik auf dem Boden. Was haben wir denn noch? Oh, wieder hier. Mentos. Alle klar. Essig immer noch nicht. Das Messer brauchen wir. Dann jetzt mal hier das große, das ist ein Nintendo, super, Super Nintendo Joystick. Sehr geil. Ich muss dazu sagen, ich habe die Konsole sogar noch, die Super Nintendo. Ich habe fast alle anderen Konsolen verkauft, weil ich sie nicht benutzt habe, von Xbox 360 über Xbox One und alles, ne? PlayStation 2 bin ich gerade dabei. Aber Super Nintendo habe ich noch. Die ist noch so ein richtig altes Ding, was bei mir noch in der Wohnung liegt. Also nicht meine Wohnung, ist unter meinem Fernseher im Schrank. Aber nicht angeschlossen. Aber ist schon geil. Jetzt haben wir schon den zweiten coolen Controller. Also das weiß sogar ich, das ist Star Wars. Das ist eine Tasse. Ich weiß hier wiederum jedoch nicht, was für eine. Ach, keine Tasse. Ist eine Spardose. Ich glaube, die werde ich weiter verschenken, weil ich habe schon genug Spardosen. So. Machen wir mal weiter. Dann gibt es hier ein Super Mario Badehandtuch. 70 auf 140. Ist das von Donkey Kong hier. Könnt ihr es sehen? Donkey Kong. Habt ihr das damals auch gespielt? Ich habe es jetzt nicht extrem gesuchtet, aber ich fand es schon ziemlich cool. Was haben wir denn noch hier drin? Wer mein letztes Video gesehen hat, kennt diese Mütze schon. Ich habe sie jetzt ein zweites Mal, beziehungsweise ich habe die andere Mütze einem meiner besten Freunde geschenkt, weil er meinte, die ist geil, gib die mir. Und dann hat er sie bekommen. So, nochmal so eine nette. Nochmal so eine nette Trinkflasche. Davon haben wir ja schon eine. Die finde ich immer noch gut, weil die immer noch aus Alu sind. Plastik auf dem Boden. Endliche Regel. Dann hat man unsere ersten Lootbox schon. So ein Energy Drink Pulver, wie auch immer man es betitulieren möchte. Das fand ich eigentlich ganz lecker. Was haben wir noch hier? Ein Marvel-Kartendeck. Marvel-Comic-Kartendeck. Das ist der Joker. Machen wir mal auf, weil ihr wollt es sehen, ich will es sehen. Wollen wir alle sehen. Und wie ihr wisst, Plastik auf dem Boden. Was haben wir denn hier? Viele sagen, der unnötigste Superheld von allen, Captain Marvel. Dann hat man halt hier jetzt, wie soll ich am besten zeigen, so. Dann hier jetzt so verschiedene Comicbilder drauf. Jetzt kommt erstmal, jetzt verstehe ich's. Peak, ich hoffe, das ist Peak, ich weiß nicht genau, ob das Peak ist. Das müsste Peak sein. Peak hat jetzt die ganzen, doch steht auch drauf, Peak für besonders intelligente Menschen, hat jetzt hier die ganzen Covers der Captain America Comics. Sind relativ viele von ihm, wie man hier sehen kann. Dann gibt es den Buben. Oh, musste mal in die Kamera halten. Den Buben, den kenne ich aber lustigerweise ja nicht. Die sagt mir auch nichts. König ist wieder, da. Wo ist das, Black Widow? Ich glaube, das ist Black Widow. Bloß in Old. Ist ja auch eine Retro-Box, ne? Karo. Karo ist Spider-Man. Da gibt es ja auch Amazing Spider-Man. Gibt es ganz viele. Sogar gegen Hulk. Es gibt einen Comic, da kämpft Spider-Man gegen Hulk. Ich bin echt zu jung für den Scheiß.
Ach, dann hast du hier den ersten Bösewicht. War das nicht die Schnalle, in die der verliebt war im ersten Teil? Kreuz ist natürlich richtig geil, das ist mein Lieblings-Marvel-Held. Der Thor. Da gibt es dann auch schön die ganzen Thor-Teile. Mal gucken, wer sein erster Feind war. Der sagt mir auch gar nichts. Das ist sein erster Feind gewesen anscheinend. Dann nochmal Marvel. Und der letzte, den letzten, den lieben und kennen wir alle, Mr. Iron Man. Wer ist da? Sagt mir nicht. Dann nochmal ein Joker. Finde ich cool. Cool. Kein Zweifel. So. Das Kartenspiel hat echt was drauf. Also, was drauf hat es bestimmt, aber kommt immer auf den Spieler an. Machen wir mal weiter. Das von Warhammer 40k. Ein Metallschild. Finde ich auch gut. Weiß nicht. Weiß jetzt nicht genau, wer das ist, weil ich Warhammer 40k nicht sehr lange gespielt habe. Was haben wir denn noch? Dann haben wir noch ein. Das finde ich auch wieder sehr cool. Das passt so richtig in dieses Retro-Ding rein. Ein Notizblock von. Jeder kennt ihn. Viele lieben ihn. Auch, ich glaube, die neuere Generation, also die. Ich würde ja sagen Millennials, aber da ich 25 bin und Baujahr 93, bin ich selber ein Millennial. Was schlimm genug ist. Wenn man Millennials googelt, dann sieht man das. Ich glaube, alle, die nach 2000 geboren sind, kennen, glaube ich, nur die ganzen neuen Teile und nicht diese ganzen schönen Pixelsalat-Dinger. So, oha. Also, was ich jetzt besonders cool finde, mache ich zum Schluss. Dann gibt es noch eine Fallout-Figur. Ja, das beschlägt so schön, weil es ist wirklich genau. Also, ich habe wirklich echt. Ich glaube, ich lasse die eingepackt. Ich finde die eingepackt immer irgendwie schöner. Power Armor. Sagt mir nichts. Ich habe Fallout auch ehrlich gesagt nie wirklich gespielt. Und als ich anfangen wollte zu spielen, meinten alle, Ben, du kaufst dir nicht Fallout 76, war das, glaube ich. Weil das der größte Flop überhaupt war. Und, ich hab was im Auge, sorry. Jetzt kommt für mich eine der geilsten Sachen. Die habe ich jetzt gerade erst entdeckt, weil ich nicht drauf geachtet habe. Für mich eine der coolsten Sachen, immer noch was im Auge, sorry, Alter, da habe ich öfter, ich könnte mal zum Augenarzt gehen. Eine für mich der coolsten Sachen, weil ich will nicht sagen Riesenfan bin, aber ich bin schon echt guter Fan. Ich habe auf jeden Fall die beiden Staffeln, die es davon schon auf, ich glaube, Netflix gibt, gesehen und fand es richtig geil. Also es ist eine Serie, die mir zum Gucken richtig Spaß macht. Ich kann sie nur jedem ans Herz legen, wenn man sie sieht. Und zwar ist das hier eine Rick and Morty Figur. Hier oben steht Rick and Morty. Und das ist der Dad, Jerry. Finde ich ganz cool. Ich wüsste gerne mal, warum da 302 steht. Ist das die 302. Figur? Aber das sind, glaube ich, nicht die gleichen, oder? Nee, die sind von jeweils unterschiedlichen Sachen. Aber das finde ich natürlich mega geil. Zumal hat er auch diesen Cube in der Hand. Den finde ich, muss ich ehrlich gestehen, den finde ich richtig cool. Also da muss ich. Haben sie mal gut gemacht. So, Kalle, jetzt hast du was zum Spielen. Da ist ein Karton. So. Ja, auf jeden Fall finde ich sehr, sehr cooler Stuff. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Preis, den ich dafür bezahlt habe, der hat sich auf jeden Fall gelohnt in meinen Augen. Problem ist halt immer nur bei diesen coolen Boxen, dass man monatsweise die nur neu kaufen kann, weil dann eigentlich sonst der Rest des Monats immer der gleiche Stuff drin ist. Finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte ganz gern mehr von diesem nerdy Zeug, auch wenn meine Partnerin es zum Kotzen findet, aber hey, shit happens, sie wollte zu mir ziehen. Deswegen würde ich jetzt spontan sagen, ich habe ja auch nichts mehr, was ich auspacken könnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr fandet die Sachen genauso geil wie ich. Auch wenn die Mütze doppelt war, also die Flaschen, ist ja nicht so schlimm. Glaube, ich werde einiges, weil ich habe jetzt wieder einen Stream-Kanal, der heißt leider anders als mein YouTube-Kanal, danke. Mein Streaming-Kanal heißt Der Bärtige Lauch.
weil mein Twitch-Name Flimpy leider gebannt wurde und sich niemand darum gekümmert hat, wie ich in den letzten Unboxing-Video schon erklärt habe. Und werde diesen auf jeden Fall hier runter verlinken und werde, glaube ich, auch vielleicht irgendwann den ganzen Stuff, den ich hier unboxe, mal vielleicht als Merch einfach so, also jetzt nicht von mir, sondern einfach so als Giveaways raushauen. Weil ich finde, warum sollte nur ich davon was haben und die Sachen, die ich doppelt habe oder die Sachen, die ich immer so gar nicht brauche, weil ich mich damit überhaupt nicht identifizieren kann, außer die Rick and Morty Figur, die bleibt in meinem Besitz, so wie das Marvel-Kartenspiel. Würde ich den Rest gucken, ob man den vielleicht dann irgendwann mal für Subscriber oder lange Zuschauer mal so raushauen kann. Ich würde spontan sagen, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, ein Däumchen wäre schon cool. Wenn euch das gefallen hat, dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer sehr über Kommentare, auch wenn sie schlecht sind, weil schlechte Kritik ist auch Kritik. Und vor allen Dingen kommentiert ihr trotzdem dann unter meinem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage nur Cheerio, haut da rein.